Vielen lieben Dank für die Einladung, bei euch bei der FSFE das Präsentierungsprojekt da präsentieren zu können. Ich weiß nicht, ihr kennt es mich nicht wirklich, oder? Also ein bisschen, ich habe nur ein älteres Projekt mitgebracht, mit dem ich sehr lang aktiv war in Wien. Das ist Jux, das ist so Linux Live-Distributionen für Kinder, die ich sehr lang gemacht habe, so 10 Jahre lang. Das ist die letzte, die jetzt zu Hause mein Belegexemplar noch gefunden habe. Übrigens, heute habe ich extra nachgeschaut, auf der Seite, vorletzte, wie auch immer, ist da der Vermerk auf die FSFE, das war mir immer sehr wichtig. Also die freie Software halt zu vermitteln mit der Referenz auf die FSFE, die da ja sehr viel Aktivität und Aktivität reingelegt hat, das eben zu verbreiten, die Idee dahinter. Und mein Hintergrund ist eben auch so in der freien Software-Szene, sagen wir mal so, in den letzten Jahren mit den Kindern ein bisschen weniger. Und was jetzt, wo ich jetzt dann aktiv geworden bin, ist dieses STIC-Projekt, an dem ich mittlerweile schon sehr lange dran bin. Ich habe in der Präsentation jetzt da eine ausgewählt, die eigentlich zurückgreift, weil ich glaube, dass das noch wichtig ist, auch so ein bisschen die ersten Entwicklungsschritte von der maschinellen Stickerei kurz zu besprechen. Ja. Und eben da habe ich jetzt eine Präsentation vorbereitet und ich würde sagen, ich fange gleich an, damit wir da nicht unnötig Zeit vertrödeln. Das erste Bild ist gemacht worden bei einer Exkursion nach Vorarlberg. Da haben wir tatsächlich eine uralte Stickmaschine noch aufgefunden. Die, weiß nicht, gibt es vielleicht noch, mittlerweile werden sie wahrscheinlich entsorgt. Das sind ganz massive, große, weiß nicht, Eisen- oder Stahlgeräte, kann ich nicht sagen. Ja. So um die 1930er Jahre, glaube ich, ist ungefähr das Baujahr von der Maschine, die halt noch gesteuert wurde mit den Lochkarten. Sind sehr beeindruckende große Geräte, die eigentlich noch immer funktionsfähig sind, werden aber nicht mehr in Gebrauch. Irgendwann bin ich auf sowas gestoßen und ich habe in meinen Teenagerjahren viel genäht, war also gern mit Stoff kreativ, wie es halt oftmals Mädchen in dem Alter sind, und mit normalen so, sagen wir mal, Desktop-Nähmaschine nenne ich es jetzt, ja. Und irgendwann ist mir das Gerät untergekommen und das hat mich dann fasziniert, dass das halt so computerisiert dann schon war. Und tatsächlich hat sich dann einmal eine besorgen lassen. Sehr, sehr teuer sind die Geräte noch immer und sie waren sehr viel teurer vor einigen Jahren noch. Dann war die erste Überlegung von vielen eingebracht, jetzt hack mal die Maschine oder hackst du die Maschine. Wir haben das nie gemacht, weil es war uns das Gerät halt irgendwie auch zu teuer letztendlich, als dass man das einfach versucht jetzt irgendwie zu öffnen, und das ist ja nicht so meine Kernkompetenz. Haben wir dann eigentlich niemanden darauf angesetzt, weil das war jetzt irgendwie ein nettes vorrangiges Ziel, die Maschine zu knacken, sondern es ist uns eher darum gegangen, mal auf das hinzuschauen, auf die File-Formate und auf die Datenverarbeitung in dem Bereich. Das sind die File-Formate, die ich dann bei meiner ersten Recherche ausgegraben habe. Das weiß ich jetzt, sind ungefähr 40, glaube ich. Das ist jetzt schon einige Jahre her, diese Auflistung. Das ist sicher nicht weniger geworden, das ist sicher mehr geworden in der Zwischenzeit. Und das ist, man kann davon ausgehen, dass es halt so gut wie jeder Hardwarehersteller eigentlich sein eigenes File-Format strickt. Sind alle relativ ähnlich, aber doch ein bisschen unterschiedlich, und es geht halt darum, möglichst nicht gut kompatibel zu sein mit den anderen, damit man die Kunden halt irgendwie auch zwanghaft bindet. Wir haben dann weiter recherchiert, welche File-Formate, offenes Stick-File-Format gibt es nicht, welche dokumentiert sind, und haben dann eben einmal eine Liste gefunden, derer auf WhatsApp, die halt einmal so dokumentiert waren, wo man sich dann also ein bisschen so entlang handeln hat können und schauen hat können, ob man da jetzt weiterkommt in der Erstellung von Stickmustern. Nächste Slide, genau. Irgendwann war ich ganz glücklich, weil ich im Perl-Archiv ein Perl-Modul gefunden habe, das mir also bestimmte Eingaben halt je nachdem als DSD und EXB-Files
ausgegeben hat und also eben in Kombination mit dem GD dann noch eine Darstellung gemacht hat, eine einfache. Und so war das eigentlich dann das erste so serverbasierte Setup. Man hat also über den Server und über den Browser halt zugreifen können, etwas verändern können und auf der Serverseite halt Stick-File generieren können, weil die, also alle anderen im Stick-Bereich haben eigentlich einen ganz anderen Zugang als wir, aber wir, also die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, der Franz Schäfer, der hat mich damals unterstützt, sehr stark, ich weiß nicht, einige kennen ihn von euch wahrscheinlich, der Michael Aschauer auch von Anfang an und sind, also mein Hintergrund war ja beim Silver-Server relativ lang, ist halt irgendwie so die so eher so ISB-Leute, die da mich immer wieder so ein bisschen supportet haben in den Ansätzen. Und deshalb haben wir das toll gefunden, dass das auf Serverseite umsetzbar war. Geht es einmal zum nächsten Frame weiter, genau, so das typische Setup. Genau, und dann haben wir einige Kunstarbeiten mal gemacht. Das ist jetzt so eine kurze Zusammenstellung von den. Also einzelne habe ich da herausgesucht und möchte euch kurz erzählen davon. Das war eben das allererste mit dem Franz Schäfer gemeinsam. Das ist jetzt eher auf unserer Website eigentlich noch aktiv. Das Interface ist leider eine Katastrophe, ich gebe es zu. Wir haben es nie wirklich sehr benutzerinnenfreundlich gemacht. Aber es geht eben darum, dass man halt einen Namen eingibt. Ich kann euch das dann schon, das zeige ich, da gehe ich noch kurz auf die Website. Man kann nach einem Namen suchen, dann holt es halt vom Key-Server den Fingerprint runter und anhand vom Fingerprint generiert es dann so ein abstraktes Bild, aber es ist halt sozusagen ein personalisiertes, sehr, sehr eigenartiges Gekritzel, das nachher tatsächlich die Stickmaschine eben auch aussticken kann. Also eine ganz andere Anwendung einmal von diesen Stickmaschinen. Ich habe ja vorher den einen Frame übersprungen, ganz kurz mit den Motiven, diesen Cartoon-Motiven, es gibt so wirklich schreckliche Sachen in dem Bereich. Es gibt Datenbanken, wo man sich Stickmuster eben runterladen kann, die man einkaufen kann. Es ist wirklich fast nichts Gutes dabei zu finden. Es sind sehr häufig halt irgendwie so wahnsinnig kitschige Motive. Und es wird wahrscheinlich eben auch, weil es so einen restriktiven Zugang hat durch die Kosten der Maschine und durch die Kosten der Software noch einmal, das habe ich jetzt noch überhaupt nicht gesagt. Das möchte ich jetzt auch noch einmal, ich möchte den Satz fertig machen, dann erzähle ich da noch schnell was dazu. Aber eben dadurch, dass das so ein restriktives Feld ist, gibt es halt eben nur einen ganz speziellen Anwendungsbereich von den Stickereien und von den Leuten, die das verwenden und die haben ganz bestimmte Vorlieben auch und Einsatzbereiche. Wenn man jetzt so eine Stickmaschine erwerben möchte, wenn man sticken möchte, ja, dann muss man sich zuerst so ein sündteures Gerät kaufen. Also das ursprüngliche von uns, das hat 4.000 Euro gekostet und die Software dazu, kann man rechnen, ist ungefähr noch einmal so teuer, vielleicht zwischen 2.000 und 4.000, aber das war irgendwie so der Ausgangspunkt vor ein paar Jahren, wo man gesagt, also als wir halt begonnen haben, damit haben wir eine Maschine bekommen, wie man gesagt, also mit der Software, das Ziel ist, das nicht zu verwenden. Ich habe in der Zwischenzeit aber tatsächlich eine Software auch bezogen und die einzige Software, die ich je kostenpflichtig erworben habe. Ich habe von jemandem eine Sticksoftware gekauft, weil es auch wichtig war, so Qualitätskriterien in der Mustererzeugung zu verstehen. Und insofern habe ich das schon gebraucht und brauche es auch noch immer wieder mal zum Reinschauen. Es gibt da schon die haben die Software sehr gut programmiert, das ist toll und für einen bestimmten Einsatzbereich hat es auch seinen Wert, so eine Software zu beziehen oder zu kaufen, wie auch immer. Ja. Aber unser Ansatz war es halt nicht. Ja. Jetzt, genau, dann schauen wir mal weiter. Genau, das waren noch diese ersten Ansätze, eben schon wirklich einige Jahre her, bei einer Veranstaltung dann einmal diese auf dem Fingerprint basierenden Gestaltungen mit der Key-ID unten drunter auch ausgestickt haben, auf T-Shirts. Das ist ja eigentlich noch, dahin bin ich eben einige Jahre her. Das war im Museumsquartier bei einer Veranstaltung, genau. Da haben wir auch mit Akustik gearbeitet, mit Pure Data mal die Stickmaschine angesteuert. Leider nicht in Echtzeit, das war der Michael Aschauer umgesetzt.
weiß nicht mehr genau, in was er das gescriptet hat. Er hat es halt dann, also MIDI-Daten an das Pure Data weitergegeben und dann hat es haben ganz eine super Performance gemacht in einer Kirche, sind eingeladen worden in der Minoritenkirche in Krems und das wirklich Coole war, dass die Stickmaschine toll in Szene gesetzt war, hat einen Tonabnehmer gehabt und ist halt zur Musik mit reingemischt worden und in der Kirche hat das eine ganz eine super Akustik dann noch gehabt. War also ein tolles Event eigentlich. Modedesignerin hat mitgemacht, die Raffaela Grundnick und genau, nochmal ganz, ich muss einmal schnell zurückgehen. Genau, da sieht man, das ist irgendwie da hinten hoch groß projiziert worden, drunter war die Band. Abstract Embroidery, genau, die Präsentation ist in Englisch. Wir sind eben relativ schnell drauf gekommen, dass man nicht nur ganz so konkrete, dass man nicht nur von der Grafik ausgehend Muster aussticken kann, sondern eben auch von den Daten und haben dann halt Hexadezimalcode ausgestickt, das dann schon so ausschaut. Also man kann einen Hexadezimalcode auch einfach umbenennen und die Maschine frisst es dann und interpretiert es dann und oftmals kommt was Tolles raus und manchmal kommt gar nichts raus, weil wenn zufälligerweise die Anweisungen im Datenkörper, nenne ich es halt einmal, dann so sind, dass es halt zum Beispiel ein endloser oder halt irgendwie so ein endloser Strich ist, dann geht sich das halt vom File-Format nicht mehr aus. Und dann passt es irgendwann einmal nicht mehr rein, nein, ist es nicht mehr ausarbeitbar. Genau, die hat eine sehr coole Modenschau gemacht und die Stickereien dann auf schöne Kleider auch appliziert. Und es sind ganz tolle, tolle Modelle auch geworden. Ja. Das hat sie, weiß nicht, also eben kann man mit verschiedenen Materialien auch arbeiten. Das ist eigentlich ein ganz spannender Aspekt dabei, dass man halt das Materielle, Haptische und Mechanische sehr gut da ausreizen kann. Und als Gesamtes ist es dann lustig, solche Dinge auch auszuprobieren. Ich habe das auch noch mit dann, zeige ich euch ja noch dann, so eine Fließunterlage, die auf Basis von Stärke ist, die man nachher auswaschen kann. Das heißt, da stickt man drauf und nachher kann man das Trägermaterial wegwaschen, zum Beispiel sind lustige Dinge. Weniger abstrakt, unsere ersten Ansätze ist lang her, da sind wir nicht stehen geblieben. Da haben wir dann gesagt, also Bitmaps einlesen und zeilenweise abtasten und dort, wo halt ein schwarzes Pixel wie auch immer ist, wird der Kreuzstickel gemacht und dann sind wir halt noch so zeilenweise vorgegangen mit oder sowas eben auch. Aber jetzt möchte ich eigentlich dann umschalten zu den aktuellen Projekten, die daraus geworden sind. Also das waren halt wirklich so die ersten Ansätze mit so ein bisschen dem Hintergrund, wie wir uns da herangetastet haben. Sind es wirklich seit mehreren Jahren halt an dem Projekt schon dran. Schalte mal darüber. Genau. Gehe mal auf die stitchcode.com-Seite. Ja. Die nicht sehr kommerzielle stitchcode.com-Seite. Frage mich bis heute, warum ich .com angemeldet habe, aber gut, das ist so. Genau. Und das sind eigentlich jetzt so die drei Hauptprojekte. Das eine habe ich kurz erwähnt, ich zeige es euch aber noch schnell mit dem PGP-Schlüssel, das ist eine Erklärung dabei, oder? Den Wolfgang könnte ich zum Beispiel da rausrufen, nachdem ich es ja noch nicht gemacht habe. Soll ich es mit deinem Namen machen einmal, ja? Aber ich kenne deinen Nachnamen nicht. Mit Wolfgang. Ja. Weiß ich nicht, schauen wir einfach mal, ja. Ja. Okay, einer von denen ich sehe, ist echt nicht, ja. Das ist der vom 2013. Ja, wenn man da anklickt, dann tut es eigentlich try to get, ist immer schlecht. Es ist auch durchaus buggy, es ist immer wieder mal so, dass es dann einfach, ich mache das jetzt einfach noch einmal. Das ist üblich, oder? Jetzt klicke ich es nochmal an. Ich weiß nicht, mir scheint, da hat es ein Timeout, genau. Oder da scheint mir ein Timeout manchmal zu geben auf dem Key-Server.
Und dann zeigt es das nicht an. Also man müsste diese Skripts halt auch ein bisschen feintunen, gell, oder besser einstellen mittlerweile. Und da ist jetzt irgendwie so ein kurzes Kürzel. Jetzt könnte ich da unten irgendwie noch den Fingerprint nochmal eingeben und irgendwie das Stickmuster kann man dann ein bisschen variabel vergrößern, weil das ist halt irgendwie ganz ein kleines, so ein kleines Artefakt und man könnte was Größeres draus machen. Der Code von dem Skript ist auf SourceForge. Ja, kann ich jetzt raussuchen, aber ist eigentlich nicht wirklich relevant. Gut, das kann man da runterladen. Da steht Download als EXB. Also das könnt ihr jetzt als ausstickbares File da runterladen. Genau, das ist der PGP-Key. Ja, dahin. Zeichnen und Sticken, genau. Ich habe ja vorher ganz kurz erwähnt, das könnte man, man kann auch mit Kindern lustige, so kreativ Arbeiten machen. Das ist auch so ein recht reduziertes Interface, weil im Grunde genommen es ist halt irgendwie nicht wirklich auf eine große Benutzerinnengruppe hin ausgearbeitet. Die Usability ist teilweise nicht gut. Also ich sage das gerade aus, weil es ist definitiv so. Ja. Und mit dem kann man im Grunde auch relativ viel machen. Das ist jetzt da ein Fenster, das ist da ein bisschen wenig schattiert und da kann ich eigentlich da durchzeichnen. Ja. Und jetzt, wenn ich den Mausverlauf, nimmt es mir dann eben als Sticklinie dann an. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann da unten ein paar Schritte zurückgehen immer, wenn ich was falsch gezeichnet habe. Und jetzt muss ich das kurz wegschieben. Wenn man verschiedene, aber so kleine Features rein implementiert, mache es wieder groß. Man kann, da kann ich das jetzt nochmal clearen, was ich gemacht habe, man kann anhand von einem Bild das halt nachzeichnen auch. Und das hat, man kann relativ einfach recht lustige, ich mache das jetzt ganz kurz, ja, einfache Bilder zeichnen anhand von Fotos. Man kann natürlich auch Freihand zeichnen, aber erfahrungsgemäß tun sie die meisten relativ schwierig. Oh, das war nichts. Das so ein, weiß nicht, wie das heißt, anschließend mit einem Stift zeichnen kann. Genau, habe ich da, können wir, wenn ihr wollt. Ich habe das jetzt nur nicht angeschlossen, aber ich habe den mit Stift kann man das machen. Und was auch super ist, da kann man das Image halt an- und ausschalten, da sieht man, wie es irgendwie dargestellt ist. Und, aber ich lasse das jetzt und gehe einfach in der Präsentation weiter. Da kann man, habe dann eh auch fertige Arbeiten, die man dann anschauen kann, weil so auf die Schnelle wird das jetzt nichts da. Genau, ein bisschen ein Hinweis zur Handhabung, damit man da auch was Besseres rauskriegt. Und das ist eigentlich das Hauptprojekt Turtle Stitch, um das soll es ja eigentlich heute da gehen. Wir haben ja ursprünglich in Python Stickmuster erstellt und haben aber, nachdem ich ja eben aus dem Bildungsbereich auch komme, immer gefunden, man muss das weiter runterbrechen, so dass es einfacher zu verwenden ist für diejenigen, die jetzt noch nicht gut programmieren. Also es gibt ja verschiedene Zielgruppen eigentlich für das Projekt jetzt. Und zwar einerseits geht es um die Programmiervermittlung von sagen wir mal Kindern oder Jugendlichen ab der Sekundarstufe 1, kann man sagen, ab ca. 10 Jahren. Andererseits soll es auch gut einzusetzen sein oder gut einsetzbar sein für Designerinnen und Designer, also Leute wirklich aus dem künstlerischen Bereich, die mit so generativer Gestaltung arbeiten wollen. Auch da sind viele der Programmierung nicht mächtig und hätten aber grundsätzlich schon Interesse, aber es hat halt irgendwie auch nie einen Platz gefunden in der Ausbildung. Habe ich gemerkt, auch in Gesprächen mit Leuten, mit denen ich in Workshops zu tun hatte. Und da geht eigentlich auch relativ schnell sehr, sehr viel. Wir haben dann letztes Jahr bei der NetIDEE eingereicht und tollerweise haben wir tatsächlich eine NetIDEE-Förderung gekriegt, um das ein Jahr aktiv zu entwickeln und das haben wir dann gemacht. Da steht jetzt ein bisschen mehr über Turtle Stitch. Die Idee war dann, dass man das Turtle Stitch, also die Stickerei, kombiniert mit einer grafischen Programmieroberfläche und
Da haben wir halt also so an Scratch gedacht, haben aber dann Snap verwendet, das relativ ähnlich ist wie Scratch, sich an Scratch orientiert, aber zu dem Zeitpunkt, als wir es verwendet haben, auch serverseitig mehr Features hatte, so dass es für uns das gescheitere Tool war, es einzusetzen. Und haben das gemacht, haben das relativ spontan und schnell auch auf Druck der Förderung hin announced, halt publik gemacht, dass wir das machen. Und dann sind die von Snap sehr, sehr schnell auf uns aufmerksam gemacht und haben uns dann zu einer Konferenz eingeladen, letzten September. Und wir waren dort und daraus haben sich sehr, sehr gute Kontakte ergeben. Also mittlerweile Kooperationen mit einzelnen Leuten. Und da sind wir also eigentlich auch noch immer dabei, das weiter aufzubauen. Genau, da steht jetzt schon einiges dabei. Das ist die Snap ist basierend auf der GNU Avro Public License. Und ich mache mal schnell das Programm auf. Sieht dann so aus. Kann man ein bisschen besser darstellen auch. Die Blöcke zoome ich jetzt mal, damit wir das besser sehen. Ein bisschen ein schöneres Display. Ich hoffe, ich kann das verschieben. Es ist jetzt nicht so klasse, oder? Hilft jetzt auch nichts. Nein. Kann das nicht rüberschieben. Na gut, die Blöcke sind zwar groß, aber ich kann jetzt die Einteilung der Oberfläche nicht verändern. Ich mache noch einen zweiten auf und Turtle Stitch. Und möchte jetzt kurz in die FAQs noch reingehen. Das ist mal so eine Beschreibung, eine relativ grobe Beschreibung, was die Idee ist und wie man sich annähert und wie man es einsetzt. Da fehlt noch einiges an Information, es fehlt noch einiges an Dokumentation, also wirklich so Videodokumentation. Es gibt sehr, sehr viele Schritte, die im Moment noch zeitintensiv sind in der Selbsterfahrung oder im Erwerb der Fähigkeiten, dass man das wirklich umsetzen kann. Sind wir auch dran, aber es lässt sich soweit schon einmal einigermaßen orientieren, wenn es darum geht, welches Gerät brauche ich und wie komme ich voran. Es haben sich mittlerweile Schulen und Privatpersonen, also Einzelpersonen, Stickmaschinen auf das Projekt hin auch gekauft. Wir sprechen meistens von einer bestimmten Marke, die wir empfehlen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil man halt mit dem File-Format da relativ gut umgehen kann und weil die, also nach meiner Recherche hin, auch einigermaßen gut und breit im Einsatz sind in so Makerspaces zum Beispiel. Es gibt Makerspaces, die haben Stickmaschinen. Meistens werden die für schon eher, glaube ich, Logo-Stick verwendet. Teilweise möglicherweise zum Verarbeiten von leitenden Materialien. Habe jetzt eigentlich noch keine konkreten Einsatzbereiche oder noch von keinen konkreten Projekten oder Anwendungen gehört, aber ich nehme es an, dass man es dort schon auch so verwendet und daran denkt, es so einzusetzen. Ich habe jetzt mit mehreren Leuten darüber schon gesprochen, es gibt da gewisse Tricks, die man anwenden kann, weil oben durch lässt sich ja nur ganz ein dünner Faden ziehen und das ist nicht leicht, leitendes Material über den Oberfaden zu verarbeiten. Da muss man dann mit dem Unterfaden arbeiten. Also gibt es aber so Anwendungstricks, wo man das schon machen kann. Es sind solche Institutionen oder Plätze oder Makerspaces, wie auch immer, oder Hackerspaces, wenn man sie nennen will, schon interessiert dran, eben auch den Programmieransatz mit Turtle Stitch zu erfahren oder einzusetzen in der Vermittlung. Gut, was ich unbedingt auch noch jetzt zeigen möchte, ist diese Gallery, die wir da geöffnet haben und ganz... Das ist immer der Ort, wo ich immer reinschaue, ist da bei All, weil da ist irgendwie das ganze Sammelsurium an
Projekten und Ansätzen, die verschiedene Leute gerade machen. Und ich bin ganz, ganz glücklich darüber. Ich habe eine gute, echte, gute Power-Userin jetzt seit ein paar Wochen. Die ist in Iowa und die macht jetzt, die macht also richtig gute so Projekte, setzt sie um, genau so, wie es gedacht ist. Und ganz ehrlich, es ist für mich jetzt eigentlich so der Moment oder so ein Moment, wo ich schon davon ausgehen kann, dass es rüberkommt, oder? Dass das Konzept aufgeht und dass es wer anders, der jetzt eigentlich nicht neben mir ist, dem ich das nicht lang und breit erkläre, auch in Fuß reinkriegen kann und das umsetzen kann. Das ist ziemlich toll. Gut, ich zeige euch jetzt noch. Ich weiß jetzt nicht, wollt ihr praktisch arbeiten oder soll ich jetzt, machen wir dann noch ein praktisches Umsetzung, genau. Und gehe jetzt nochmal da rein. Also, ich mache von da an auf, es gibt bei den Featured Projects ist eigentlich das ein ganz gutes Ausgangsprojekt. Wir haben das jetzt so aufbereitet, dass wenn jemand was absichert, dass es als Projekt einsehbar bleibt für andere, die an dem weiterarbeiten wollen. Man kann das Projekt öffnen, man kann, das ist ja ein Image davon, das ist eigentlich nur das, ja, oder ein SVG-File von dem Pattern darunter laden, ein EXB-File, ein Stick-File und ein DSD, und das DSD ist zum Beispiel von der Brother-Maschine ausstickbar. Da kann man das ganze Projekt runterladen, lokal halt absichern und auch lokal weiterarbeiten. Aber wenn man es da oben in Turtle Stitch aufmacht, dann kann man halt an dem bestehenden Beispiel weiterarbeiten. Ja. Und das ist jetzt eines, das also mal so in der Programmierung dokumentiert ist. Das sind so die Kern... wie nenne ich es jetzt? Die Anweisungen, die es braucht, um eine Sticklinie zu erstellen. Der springende Punkt ist ja, dass wenn man ein Stickdesign macht, dass man an die Stichpunkte denken muss. Ja. Das heißt, ich kann nicht eine Linie machen, die jetzt von, also wenn sie 2 Zentimeter lang sein soll, die vom Punkt A bis zum Endpunkt springt, dann ich muss dazwischen also einzelne Stiche definieren. Und diese einzelnen Stiche sind dann da in der Stichlänge definiert. Wir arbeiten beim Turtle Stitch mit der Pen-Funktion. Die Pen-Funktion ist als die Nadel oder der Fadenlauf zu verstehen. Und damit ist eigentlich, wenn man das weiß, dann hat man schon relativ viel, glaube ich, verstanden davon. Das heißt, man braucht einen zentral ist der Pen-Down-Befehl, das heißt, die Nadel setzt da ab und dann unten ist es ein einzelner Stich von. Der ist ca. 10 Steps, das ist ca. 2 mm, also ein Stich von ca. 2 mm. Und den wiederholt man 12 Mal und mit der Pen-Down-Funktion hat man dann da eben diese Linie, die da 12 Stiche hat, die jeweils 10 Steps lang sind. Obendran braucht man dann nur eigentlich die Clear-Funktion. Und noch einmal die Anweisung, dass er auf den Mittelpunkt zurückgeht, also auf 0,0 und in eine bestimmte Richtung zeigt. Ja. Das heißt, das alles zusammen macht dann immer wieder das Gleiche. Wenn man es drückt, geht es an den Ausgangspunkt zurück, löscht und macht eine Linie von 2 cm in 12 Stichen von jeweils 10 Steps. Ja. Wenn ich jetzt die Parameter da drinnen verstelle und ich meine, ganz schnell längere Stiche machen möchte, dann mache ich das da mit 20 Steps, oder? So. Und genau, und ausgehend von dem kleinen Setup an Ausgangsanweisungen kann man dann halt sehr unterschiedliche Designs machen. Ich lasse das jetzt einmal so stehen und ich zeige euch jetzt einfach ein paar Sachen, die mal mit der Programmierung, weil wir gesagt haben, wir tun ja da uns um das Turtle Stitch
also primär interessieren, mache ich mal, hole mal die raus. Das sind dann, das ist dann so ein Auszug an, ich gebe sie einfach raus, oder? Dann können Sie es irgendwie ein bisschen weitergeben. Verschiedenen Pattern, die Drachenkurve, ich weiß nicht, ihr seid alle aus der Programmierung, oder ich weiß nicht, was ihr Hintergrund unterschiedlichst. Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Gebt es einfach weiter, ich schmeiß sie nachher zusammen. Genau. Das sind dann so größere Sachen. Die größeren Sachen sind jetzt nicht mit der Maschine gemacht, aber ich habe einen Stickladen gefunden, der meine Fellformate übernimmt und die Sachen auch groß ausstickt. Das ist auch ziemlich toll, wenn man größer. Sind diese DST-Formate jetzt frei? Oder nicht? Das ist kein freies. DST und DST, also die zwei, mit denen arbeitest du nicht. Nein, es gibt kein freies. Also ich meine, man kann sich überlegen natürlich, ob man ein freies Stick-File-Format definiert. Das wäre wirklich ein interessanter Ansatz. Mhm. Aber wir haben jetzt einfach mit denen gearbeitet, die halt möglichst noch gut dokumentiert sind. Weil man müsste sie ja für die Maschinen im Endeffekt, muss man sie konvertieren. Aber muss man sich halt überlegen, mit welchem Tool man das konvertiert. Es gibt da noch ein anderes Programm, das ist der Embroider Modder. Der ist auch freie Software und ist also eine Plattform unabhängig. Ja. Das heißt, er ist unter Windows und Mac also installierbar als fertiges Programm und unter Linux muss man es halt kompilieren. Aber es läuft, ja. Der Embroider Modder hat halt einigermaßen reduzierte Funktionen im Vergleich zu den professionellen anderen, sind teuren Software-Tools. Es kommt halt immer darauf an, was man tun möchte. Ja. Ah, heute habe ich noch was ganz Tolles bekommen, das finde ich echt super, nämlich so ein fraktalen Ding. Das habe ich heute zu der Sticktante gegeben. Ja. Den finde ich echt schön, ja. Der. Kannst du mal zeigen, wie das aussieht? In, ja. Ja. Das ist recht, ja, das ist ja da genau. Was, um da so große Muster zu machen, ein Problem beim Turtle Stitch ist, dass man nicht wirklich die Darstellungsfläche frei skalieren kann. Wir haben uns jetzt damit beholfen, dass man, also ich kann da nicht reinzoomen und rauszoomen, das ist schade. Und jetzt haben wir da mit der Stage Size, die kann ich jetzt da einfach um einiges höher stellen und dann kann ich halt irgendwie größere Muster reinnehmen. Ich gehe jetzt da raus in die Galerie, weil in der Galerie ja größere drinnen sind. Schau mal, ob ich den schnell finde. Der ist da drüben. Der ist es, glaube ich. Okay. Der ist natürlich, was die Programmierung betrifft, so für meine Verhältnisse schon eher kompliziert. Kann ich da noch einmal zeichnen lassen. Was lustiges Sache ist ja auch, dass man das auf Slider-Eingabe hin eigentlich so während man die Parameter ändert, ändert es halt irgendwie das Stickfeil. Das sind eigentlich schon, das gefällt mir dann schon. Ich sehe das nicht. Das ist die Input-Sliders, genau. Und ein zweites noch, die Execute, genau. Mit den beiden kann man eigentlich das Tree-Level, könnte das Tree-Level noch größer machen und dann machst du halt noch engere Stiche, zeichnet es mir da. Oder ich mache es nicht ganz. Minus 10. Auch interessant. Oder halt so was ganz was Einfaches, ja. Ja. Bei der ganzen Bearbeitung von den Mustern und im Zusammenhang dann mit der Ausarbeitung, mit den physikalischen Gegebenheiten da halt, muss man halt in der Erstellung von den Mustern natürlich schon immer mitdenken, was ist jetzt auf der Stoff- und auf der Ausführungsebene möglich und wo crasht es. Weil zu eng kann man sie natürlich nicht setzen, sonst reißt der Stoff oder die,
Nadel bricht. Und das ist eigentlich ein so interessantes Wechselspiel. Man gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Aber eben dadurch, dass es ja als Bildungsprojekt eingesetzt werden kann, weil es ja so schön die Bereiche der textilen Arbeit mit der Informatik und mit der Mathematik verbindet, also so viele verschiedene Disziplinen, die da zusammenkommen, oder es sind ja künstlerische Ansätze, die da zum Tragen kommen, ja, ist das im Grunde genommen für den Bildungsbereich wie aufgelegt, aber halt schwierig in der Umsetzung auch natürlich. Ja. Also sozusagen hat man auch einen gewissen Materialverschleiß, wenn man die Leute ungefiltert drauf loslässt. In den Materialverschleiß in Bezug auf die tatsächlichen Materialien meinst naja, du? Aber ich meine jetzt ja, gemeint, sicher. Wegen Nadeln und so. Klar, aber weißt du, wo gehobelt wird, da fallen Späne, das ist schon gut so. Auch wenn einmal was kaputt wird, das gehört so und dann weiß man das nächste Mal, wie man es besser macht. Aber schnell, wenn man mal irgendwo so in den physischen Bereich ist, also genau. Von 3D-Druckern oder von der CNC-Fräse, genau. Da genau. Habe ich auch das Problem, ja. Wenn ich nicht aufpasse. Ja. Halt, ja. Da gibt es gewisse Dinge, wo man halt dann ja. Irgendwann einmal auch Dinge ruiniert, ja. Weil man halt die nicht so sinnvoll genau. Sind. Ja. Wir haben übrigens, im Sommer, also im letzten September eigentlich, da bei De Waag in Amsterdam einen Workshop gemacht damit, relativ also kurz nach dem Eric Rosenberg, der da vom MIT gekommen ist, der hat Snap verwendet, um 3D Modelle zu generieren für einen 3D-Printer. Und das war recht spannend zu sehen, wie er damit umgeht, auch wie er es präsentiert. Das ist abartig gut. Ja. Also eine Person ist, die das sehr, sehr toll beherrscht und auch sehr charismatisch ist in der Art, wie er das macht. Tatsächlich aber nachher in der Umsetzung, also im Workshop, war das schwieriger, also die 3D-Prints auszuführen, als im Endeffekt nachher so programmierte Stickmuster. Das war sehr viel zeitintensiver und hat sich viel schlechter staffeln lassen nachher eigentlich. Ja. War spannend, ja. Genau. Und ich gebe euch jetzt noch vom Zeichentool was zum Anschauen und wer will, kann ja nachher, weiß nicht, soll ich dann einfach etwas aussticken oder wollt ihr was machen? Keine Ahnung. Wollt ihr es einmal vorzeigen? Ja, gut, genau, ja. Das sind noch so Zeichnungen, genau. Das Zeichentool, das, was ich vorher so kurz gezeigt habe, das ist eben da also relativ einfach auch mit Kindern zu verwenden. Das ist auch anhand von einem Bild halt mit den Konturen gearbeitet oder das auch. Das hat ein Erwachsener gezeichnet, das ist ein Kindermotiv. Und das sind nachher eigentlich so ganz feine Arbeiten auch. Das sind. Das ist ein bisschen vor, da steht nämlich genau die Maschine davor. Ja, mache ich das so. So ja, gut. Ja, die Regieanweisung. Sollen wir anfangen von vorne? Ja, ja okay. Ja, das ist eine Kinderzeichnung eben, die aus wenigen Strichen und einfachen Strichen besteht. Und das ist aber das, was ich vorher erwähnt habe, mit dem Unterfaden gearbeitet. Man dann dickere Fäden verarbeiten kann, deshalb hat die andere Haptik als die anderen Stickarbeiten zum Beispiel. Das ist auch eine Zeichnung von einem Kind. Das ist also eine Konturenarbeit mit einem Hamsterbild drunter. Das hat ein Erwachsener gezeichnet, das ist so ein Kinder-Comic-Motiv, der Derek Breen, der das Scratch for Kids rausgegeben hat, der hat das auch toll gefunden. Und das sind so sehr feine Profilkonturenarbeiten. Also das ist eigentlich das Motiv von einem Künstler, das ich als Ursprung oder als Grundlage genommen habe, um das umzusetzen. Das ist also eine Arbeit von einer Karikaturistin oder Illustratorin, die Bands immer ganz lustig zeichnet, angeblich in einem Hamburger Club gemacht worden. Ja. Ja, das ist auch so immer gern solche Motive, die irgendwie so aus den Medien kommen. Finde ich dann spannend, ja, wie auch immer. Das sind so meine künstlerischen Ergüsse. Gut, das sind soweit mal die Sachen. Und jetzt stickt mal was. Ich zeige euch noch schnell, wie das von der Materialbehandlung her funktioniert. Man ist ja leider auf relativ kleine Formate eingeschränkt. Es gibt
Das habe ich an einen Stickladen weitergegeben. Ich habe wirklich einen Stickladen gefunden und das ist nicht selbstverständlich, der die Files annimmt, weil das Geschäftsmodell von den Stickläden ein anderes ist. Die gehen davon aus, dass sie von der Grafik, von einem Bild aus arbeiten und selbst die Stickmotive dann erstellen, also die Stickfile-Formate erstellen. Und es gibt nicht viele, die dann eigentlich ein Stickfile annehmen. Und Kosten dann entstehen ja und ihre Einnahmen dadurch, dass sie die Grafik bearbeiten. Und da habe ich eben einen gefunden, der mir das ausarbeitet, größer, und es ist schon noch interessant. Sie haben entsprechende Geräte, die genau diese Dateiformate dann sozusagen verarbeiten können? Genau, die verwenden, können auch das DSD verwenden, und es ist mir natürlich toll, immer auf sowas draufzukommen, weil du musst hingehen, du musst fragen, das springt dir nicht an, die Information. Das ist eine relativ aufwendige Sache. Ich habe bei der anderen Stickmaschine, die ich hatte, ist mir draufgekommen, dass die File-Formate ausstickt, die nicht dokumentiert sind. Also da muss man einfach probieren, oder? Die wollen ja gar nicht, dass man das weiß, dass die verschiedene File-Formate aussticken können, weil dann ist ja eher Software irgendwie wieder... Ist das oder sowas, wo das drinsteht, oder? Bei mir steht es schon auf der Seite. Ich glaube, es steht bei den FAQs auch drinnen, dass man da genau schauen soll, dass man ausprobieren soll und dass es oftmals halt so ist. Was ich auch ein tolles Angebot jetzt habe, ist von einem ganz großen, von zwei amerikanischen Künstlern, die sind ja sehr bekannt in den USA, und die haben eine riesengroße Stickmaschine, die ist ungefähr so groß wie der halbe Tisch. Und die haben gesagt, sie würden mir was aussticken. Ich freue mich, aber ich muss erst ein Design machen. Das ist nicht schwierig. Ja, was reiche ich darüber? Ja. Ich für sie die Logo. Ja, genau. Oder Thomas. Das sind die Pale Grey Labs mit dem Nina Paley und, weißt du, wie er heißt? Nein, genau. Gut. Jetzt würde mich noch interessieren. Ja. Weil du sagst, du kannst also nur in der Fläche von diesem Rahmen, gibt es die Möglichkeit, das zu kacheln? Irgendein größeres Motiv auf mehrere... Sicher. Du musst halt gut nachdenken, wie du das machst. Ja, natürlich. Würde auch gehen. Klar, ich meine, du kannst ja sonst, wenn du eine große Zeichnung machst, kannst du ja sonst Einzelteile machen und die dann nebeneinander montieren. Im Endeffekt fällt das nicht auf. Dass niemand denkt dran, dass das dann in einzelnen, mehreren Schritten passiert ist. Ja. Da muss man halt wahrscheinlich relativ genau arbeiten dann beim Ausrichten. Sehr genau arbeiten. Es kommt darauf an, auch auf den Stoff, mit dem er arbeitet. Ich habe einmal tatsächlich einmal einen Auftrag gehabt. Und zwar waren das karierte Taschentücheln von der Kunsthalle Wien. Und da sollte ich ins Eck was reinsticken. Und das war wahnsinnig schwierig, weil Mini-Rahmen, ganz dünner Stoff und diese Positionierung, es war wirklich hart. Ja. Die Maschine jetzt ganz kurz noch, das ist die, mit der wir jetzt gearbeitet haben, ganz gezielt mit der billigsten Maschine gearbeitet, die unterwegs ist am Markt. Die hat jetzt 900 Euro gekostet, die erste 400. Das ist die billigste, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Extrem teuer sind die, ja. Und hat ein ganz schlechtes Display. Also es ist wirklich eine Zumutung, aber man kommt zurecht, wenn man halt länger damit arbeitet, man kennt es ja. Oder? Jo. Weißt du, wenn die da schon an ist, so, gut. Jetzt zeige ich euch schnell die Grundmaterialien, die ich da verwende. Muss mal darüber schmeißen. Das ist so, nachdem ein schwarzer Faden, ich nehme das Graue, ich mag eigentlich lieber das Weiße, das springt mich auch so an. So einen grauen Trägerstoff. Im letzten Jahr im Rahmen der Förderung durch die NET-Idee habe ich einige Workshops durchgeführt. War sehr interessant, also einerseits mit Studentinnen oder Angewandten aus der Textil- und Pädagogikklasse und auch mit Schülerinnen einer NMS in der Feuerbachgasse. Und es ist jeweils echt gut gegangen, und sowohl, also die Zielgruppen waren ganz verschieden, oder? Das eine waren 12-, 13-jährige Burschen und Mädchen gemischt in einer Riesengruppe, also es ist eine ganze Schulklasse dann gewesen, wo wir halt nachher aufteilen müssen und staffeln müssen, und die anderen, das war, waren drei exklusive Termine nachmittags mit den Studentinnen oder Angewandten, das waren jeweils fünf Personen, halt ein richtig sehr konzentriertes Szenario.
Ich muss sagen, es ist eigentlich mit beiden relativ, also nicht relativ, sondern war eine spannende Sache. Ne? Gut, jetzt spannt man da den Stoff ein. Es gibt einen äußeren Rahmen und einen inneren Rahmen. Und man kann das auf verschiedene Arten machen. Ich zeige es jetzt, wie ich es meistens mache, wenn es schnell gehen soll. Und gut gespannt muss es dann auch immer sein. Jetzt ein bisschen weiter aufdrehen. Die haben wir da noch drauf notiert bei den Rahmen in Inches und in Zentimeter, weil je nachdem sind oftmals dann bei den Maschinen die Inchgrößen angegeben, damit man es dann auf den Blick hat, weil einem das nicht immer so ganz, ganz schnell ist, einem das nicht immer so geläufig, weil man es nicht so gewohnt ist, in Inches zu messen. Also mir geht es halt so. Gut. So einmal eingespannt. Ein bisschen wie so eine leichte Trommel halt, oder? So wie so ein Trommelfell. Und dann verwende ich meistens diesen Syntheuren Stabilisierer, also so ein Fließlin ist das. Und das ist eins, das selbstklebend ist und auswaschbar. Also es ist auf Stärkebasis. Und das muss man jetzt nicht über den ganzen Rahmen drauf geben unterhalb, sondern kann es ja nur auf den zentralen Bereich, wo das Motiv dann reinkommt, draufgeben. Machen wir das da mehr oder weniger sauber. Na klar. Sicher, ja. Brauchst mehr Kameras. So. Das ist die Marke dafür. Oh mein Gott. Wer sieht gut und ist geschickt? Das fehlt nichts. Bitte? Ja, weil das den Untergrund besser stabilisiert, weil sich sonst das Textil leichter verzieht. So. Und dazu hat man Brille. Also, schauen wir, ob es besser geht. Nein. So, jetzt geht's. Bei dem Ding kostet der Meter 10 Euro. Wahnsinn, ja. Aber man kann was Billigeres verwenden. Man kann das nicht selbstklebende verwenden, das man dann auch abreißen kann. Es kommt halt immer auf den Anwendungsbereich an. Aber oft ist es noch angenehm, wenn es nachher im Nachhinein diese Versteifung wieder weg ist. Bei den T-Shirts ist sie noch dran, weil diese Stickerin im Studio, die verwendet halt was Billigeres, Festes, aber das ist eigentlich nicht so angenehm, wenn es nachher so fester, großer Fleck ist, oder? Ganz ehrlich, ich muss mit der noch drüber reden. Ja. Aber das ist so, das ist dann eigentlich von der Tragekomfort, ihr müsst das entscheiden, sagt ihr mir das, ja. Zielgruppe. Das merkst du ganz deutlich. Das ist nicht so angenehm, ja, oder? Also, vor allem wenn es größer, ich meine, wenn es ein kleines Motiv ist, ist es nicht so schlimm. Ja, aber genau, ja. Das ist besser am großen. Ja. Oh, Achtung, so hast du es gut. Ich habe es weggefangen. Genau. Ich weiß nicht, ihr kennt, wer hat denn schon mal genäht mit einer Nähmaschine? Doch, oder? Ja, gut. Hey. Ja. Das probieren wir so alle mit, Talent dafür, Nähmaschinen auf den Weg zu bringen. Was hat ihr Talent dafür? Nähmaschinen auf den Weg zu bringen. Wegzubringen. Ums Eck zu bringen, alles klar. Das kenne ich mir aus. Deswegen. Ja, kann ich bis jetzt nur mit der Hand nehmen. Ich wollte auch immer nähen lernen. Das boomt, aber da gibt es recht viele Kurse. Ja, das boomt recht. Das Problem ist, ich wollte Kurse nähen für vollkommen mechanisch unbegabt. Ja. Oder so.
Bei der Maschine ist der Unterfaden in einer anderen Richtung gebaut. Das habe ich nur interessant gefunden, ich habe das vorher nicht gekannt. Den Unterfaden, es gibt einen Oberfaden und einen Unterfaden, für die, die das gar nicht wissen, aber ich glaube, das weiß man in der Regel. Genau, und den kann man da so praktisch reinlegen. Oberfaden ist drinnen, automatisch einfädeln, ist auch relativ praktisch, genau. Und wie macht man das jetzt, dass so ein Motiv da rauskommt? Man kann, hey, wir könnten ans Aussticken, ich habe da seit gestern aber neue von Ella da aus Iowa und wir könnten das eigentlich machen, oder? Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Schauen wir mal. Was ich natürlich wahnsinnig toll finden würde, und ich versuche mich da anzunähern an Ella, ist, dass sie mir ein bisschen Dokumentation macht, oder? Also in Native English halt, das ist nämlich wirklich ein Punkt. Das kann sehr kritisch werden, aber wir könnten das ausprobieren. Machen wir das. Das ist nämlich, ich zeige es euch schnell, ich habe es mir heute angeschaut, in der Mitte drinnen ist das recht kritisch. Ja, das geht, wenn das 100 Mal auf dem gleichen Punkt in der Mitte geht, dann ist das schwierig. Es ist ja eher klein, aber wir könnten es trotzdem machen. Sie hat das gemacht aus einem Stern, den sie da positioniert hat. Es kann sein, dass es schwierig wird, aber ich denke, wir machen das, oder? Wir schauen, und wenn es reißt, dann reißt es halt. Ja. Und da, kennt ihr das, da kann man eben auch so Blöcke ineinander stapeln und weiter programmieren, und sie macht das eigentlich recht toll. Es schaut am Anfang relativ einfach aus, aber dann wird sie mehr auch. Okay, dann, okay, sie hat es abgesichert. Und genau, dann kann man das jetzt so runterladen und merken, wo das ist, und dann über einen USB-Stick auf die Maschine. Das ist so die Transfermöglichkeit da. Okay, das ist mein Video. Ich muss es zuerst mal umbenennen, sonst finde ich mich da nicht so recht. Also das wäre ja so ein konkreter Verbesserungsvorschlag. Ein WLAN. Bitte? Ein WLAN. Aha, ja. Nee, aber auch das, beim Absichern des Files der Name vom Projekt irgendwie dabei ist. Und mit NFC, wo du im Handy hingehst, in so Android Beam und drückst, und es gibt schon was. Man könnte der Firma den Vorschlag machen, sie sollen ein WLAN einbauen. Du, für die 3D-Drucker gibt es ja die Projekte schon mit Webserver am Drucker. Ich habe es auf einer Messe gesehen, bei so großen Stiftmaschinen für 20.000, 25.000 Euro, dass die nichts mehr mit Ethernet, sondern dann denken, WLAN ist das Wahre, ja. Und WD, wenn in der Firma viel los, dann werden die Studenten, wie das alles besser ist. Ja. Also, wir haben jetzt blöderweise in der Fabrik leichte Funkstörung. Okay, jetzt müssen die das da. Ich weiß nicht, wo es hier her, oder ich meine, das ist vielleicht ein Punkt. Du, Felix, kannst du ein Foto machen, damit ich das der Ella nachher schicken kann, ob es stickfähig ist oder nicht? Das wäre total nett. Danke. Also, das ist das Interface von der Stickmaschine da, ja. Das heißt USB. Okay, gut. Und man darf nur sozusagen auf der ersten Ebene vom Filesystem auf den USB-Stick was absichern, sonst kannst du es nicht mehr lesen. Also es geht nicht zwei Schritte, Ordner in Ordner geht nicht, sondern nur Files in erste Ordnerebene. Muss man auch drauf kommen. Also. Gut, und das heißt jetzt. Das ist das, müsste das sein, ja.
Gut, jetzt ist es angewählt und nachher muss man da oben dieses kleine Ding drücken. Eigentlich ist es jetzt da drinnen. Dann sehe ich ungefähr, wie groß es jetzt auf, einer Rahmen, auf dieser Rahmengröße ist. Ja. Einige wenige Orientierungsmöglichkeiten hat man da. Also, ich gehe, genau, da kann ich mal jetzt mir anschauen. Das zeigt mir jetzt, in welchem Bereich das stickt. Also das ist dann ungefähr in dem Bereich da drinnen, das ist eben so ein kleines Motiv wird es sein. Ich werde das jetzt ganz ein bisschen aufblasen, 10% kann ich das, weil das ist so eng und klein und das ist so dicht gestickt, dass das bei der Maschine habe ich die Möglichkeit, das eben 10% aufzublasen. Bei besseren Maschinen, dann die teurer sind, kann man da durchaus mehr machen. Also ich meine, man kann ja eigentlich relativ unlimitiert dann die Patterns vergrößern und die Usability. Das kannst du eben eigentlich alles vorher machen. Das heißt, man muss nicht diese, im Grunde die teuren Maschinen kaufen, das kann man im Grunde eigentlich alles vorher machen. Vor allem bei der Programmierung kannst du sowieso alles definieren. Ja? Genau. Und deshalb ist eben so diese Grundsatzhaltung bei uns, wir nehmen die billigste Maschine und schauen, was wir damit auf die Reihe kriegen. Gut, und eigentlich ist es jetzt schon fertig. Also ich habe gesagt, ich tue es jetzt noch ein bisschen vergrößern, das machen wir jetzt noch schnell. Einen Schritt raus. Minimal lässt sich das... Oh, wo ist jetzt die Vergrößerung schnell? Da ist das ein bisschen blöd. Genau. Da. Ah. Ach, den bei diesem schlechten Interface. War doch da, oder? Da ist es, genau. Boah, sorry, aber es ist echt nicht so. Genau, das war's jetzt, ja. Gut, gefunden. Und jetzt schauen wir mal, was das macht. Ella Streamcatcher, aber ganz kurz, einen Griff mache ich da immer, nämlich als erstes schneide ich diesen Ansatzfaden ab, nicht immer, aber bei dem Motiv einmal, damit der dann nicht stört. Und das ist der Start-Stop-Knopf. Jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das Motiv könnte ein bisschen mehr, also noch stärkere Unterfütterung vertragen, wenn das so dick wird. Und wie lange würde das brauchen, circa? Naja, das kannst du eigentlich, nachdem es drei Sterndeln jetzt ungefähr gestickt hat und man überlegen muss, wie viel sind sie in dieser ganzen Muster, wie viel dürften es sein? 36? Mhm. Weiß ich nicht. 7 Minuten. Also es ist jetzt sehr freihändig, ich habe es nicht gerechnet, sondern gefühlsmäßig geschätzt. Ja. So, ich würde sagen, wir haben ungefähr ein Viertel, aber es kann sein, dass sich das sogar ausgeht. Ja. Du, das musst du von mir aus machen, jetzt zeige ich so, das schicke ich dir dann, ja? Du mach von dir jetzt da. Ich muss dir das schicken. Ja, dann musst du aufnehmen. Das wäre natürlich mit Publikum dahin noch besser. Ah, oh, schrecklich. Ja, ist okay. Okay. Ja, super, passt. Jetzt schauen wir mal, was das wird. Ha, die Hälfte hat es, könnte sein, dass sich das eh ausgeht. Super, ja. Lustig. Dauert es aber nicht 7 Minuten. Ha? Dauert es nicht 7 Minuten, würde ich sagen. Na ja, gut, dann ist besser. Entschuldige? Ich verwende immer die, also bei der Maschine hat es ja nur zwei Geschwindigkeitseinstellungen, schnellere oder langsamere, und ich verwende die langsamere, weil es halt eher immer so experimentelle Anwendung ist. Und dann geht es eben nicht so stark um die Zeit, weil es sind ja keine Massenumsetzungen, sondern halt
Test. Eben, genau, ja, genau. Ja, ich würde wahnsinnig gern großformatige Maschinen verwenden, aber das ist hat da in Europa jetzt nicht unbedingt so die Kultur, muss man sagen. In den USA gibt es tatsächlich auch größere Maschinen, die das sowas in der Art umsetzen, aber das sind dann Maschinen, die für den Quiltbereich eingesetzt werden. Das heißt, diese Steppdecken halt, oder so wie diese gesteppten Bettdecken, da sind ja oft so Muster drauf, oder? Das sind zum Beispiel Matratzenüberzüge, sind auch gequiltet. Und bei diesen Matratzenüberzügen hat man so richtig große Maschinen, die dann halt in zwei Bahnen und die so groß sind wie der Tisch. Und da gibt es auch so Maschinen, die sind um ein Drittel des Preises zu haben im Vergleich zu Europa. Ja. Also nach meinen Recherchen. Eine deutsche Firma hat einmal gesagt 100.000 Euro angerufen hat, und die amerikanischen sind um die 30.000, aber es ist auch fernab eigentlich. Also braucht man schon ein richtig gutes Businessmodell halt auch, wenn man sich das überlegt, dass man halt nachher wirklich in eine Großproduktion geht und das versucht dann abzustottern wieder, ja. Also Spaß ist es auf jeden Fall. Das Generieren der Muster macht Spaß und das Ausarbeiten sehen ist schon eine tolle Sache. Und da die Qualität von den Dingen halt nachher mit dem haptischen Aspekt ist wirklich lustig, ja. Die Zeichnungen machen auch richtig Spaß, diese ganz groben Sketches eigentlich. Ja. Gut, super, ja, sehr super geworden. Ja, es freut mich, dass das so. Du bitte hoch. Ja, mache ich noch, genau. Ja. Ah ja, genau. Ist doch richtig hübsch geworden, oder? Dreamcatcher. Ja. Aus ihren Sterndeln, die arbeitet im Moment mit Sterndeln, aber die macht das gut. Ella, coole Sache. Okay, gut. Was mir da als Idee einfällt, ja, wäre fühlbare Bilder für Blinde. Ja, gell? Habe ich mir auch schon gedacht, oder? Ja. Auch Schrift? Breilschrift. Ja, Breilschrift, oder? Ich habe es noch nicht umgesetzt. Ich meine, leider echt wenig Zeit, ja, weil ich so viel am ganzen Rundherum. Was toll ist, ist jetzt, also ich freue mich richtig, also es gibt eine Schule mit einer Lehrerin in Manhattan, die Susan Ettenheim an der Eleanor Roosevelt High School, die arbeitet mit, also die hat sie erstens einmal tatsächlich eine Maschine sponsern lassen, also für die Schüler hat das Funding halt aufgetrieben, um die zu besorgen, und versucht das mit ihren Studenten umzusetzen, mit Zeichnen, aber vor allem auch mit der Programmierung, weil die halt da die Programmierung zentral findet. Und dann gibt es eine andere Amerikanerin auch über den Kontakt bei der Scratch-Konferenz letztes Jahr, die eine die Studenten in unterschiedlichen Grades, ja, also Highschool und also ich würde jetzt also vom Alter her, mir fällt es schwer im amerikanischen Schulsystem, aber ich nehme an, Oberstufe und Studium. Ja. Und die möchte sie jetzt, oder hat sie mir angeboten, anzusetzen, vor allem auf die Softwareentwicklung. Und das ist schon echt toll, weil die Hilfe kann ich echt brauchen. Ja. Es sind so viele Dinge, die wir jetzt eigentlich als Idee haben, dann muss man das aktualisieren. Die Snap schreitet voran oder wird immer wieder in neuen Versionen veröffentlicht, und dann muss man halt nachher wieder das halt anpassen und so weiter. Ja. Da gibt es sehr viele To-Dos, die wir halt einmal besser auflisten müssen, ja, also was jetzt irgendwie noch ansteht, und halt nachher in einer größeren Gruppe koordinieren, und da braucht es halt auch schon so ein gewisses Know-how, wie man das macht. Und offensichtlich sind die aber tatsächlich dran in Iowa. Im nächsten Frühling hat die eine Person, die das unterrichtet dort, die Ursula Wolz, wieder eine Klasse, wo sie aktiver dran ist, und die schreibt jetzt auch ein Curriculum, wie man das einsetzen kann. Da bin ich eigentlich auch gerade dran mit einer Österreicherin, aber wir schauen halt einmal, wie wir da weiterkommen. Was sie wirklich auch noch brauchen würde, wäre jemanden aus dem Mathematikbereich, Mathematiklehrer, Masnet hat, kennt sie erwähnt, der mit dem Lehrplan, mit dem österreichischen Lehrplan vertraut ist und da ein bisschen mit argumentieren kann, welche Vermittlungsaspekte jetzt die einzelnen Ansätze haben und auf welche Schulstufe hin das einsatzfähig wäre. Kennen schon, die Frage ist, ob sie
Zeit habe. Ja, genau. Ja, die Zeit. Mehr bekannter machen. Ja, genau. 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 Informatiklehrer.at, der war bei uns, hat das vorgestellt. Informatiklehrer.at, ja, ich habe mir das eh gerade wieder jetzt mal überlegt. Ja. Nein, es ist mir, ich habe es gewusst, aber ich habe es jetzt noch nicht rausgesucht, ist eh so easy. Gut, super, ja, danke, ja, mache ich. Schreibe die an, ja, mache ich, weil ich brauche das relativ kurzfristig. Und die, mit der ich das Curriculum jetzt eigentlich für Österreich erstelle, die hat gemeint, sie, also ihrer Einschätzung nach ist es 2-3 Stunden für eine Person, die damit vertraut ist. Man muss eigentlich in erster Linie Turtle-Programmierung einschätzen können und diese Turtle-Programmierung hin auf die Schulstufen, das glaube ich, ist machbar, ja. Mit einem weil die anderen, diese Stickaktivitäten, die muss die Person nicht beherrschen. Ja. Wird Scratch schon verwendet in österreichischen Schulen? Scratch wird schon verwendet in österreichischen Schulen, vereinzelt, aber es ist, muss sehr viel mehr getan werden. Ja. Ja. Ja, nur weil da könnte man dann quasi direkt anfangen. Ja, sicher, ja. Also in teilweise, glaube ich, fast in den Mittelschulen mehr als in den Gymnasien, interessanterweise. Ja, okay. Gut, also soweit machen wir jetzt einfach Praxis und ich höre mal mit der Quatsche auf. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ja, hey, super. Ja.